Hey ho! Pizzaspaß vom Mini-Kamado. Wir sind soweit, wir feuern an. Geh mal rüber. So Leute, da es ja nachher etwas schneller gehen muss und ja, wir sind ja nur Mini-Pizzas, wir die vorbereiten, habe ich mich entschlossen, die auf Backpapier zu machen. Ich habe hier jetzt ein paar Blätter Backpapier genommen, jeweils zweimal gefaltet. Also aus einem Bogen kriegt man vier Stück raus. Hier haben wir sozusagen die Form mit 17,5 Durchmesser. Und die schneide ich jetzt ganz einfach mit der Schere ringsrum aus. Naja, schön ist ein bisschen was anderes, aber ups. Also so hätte ich das jetzt auch nicht. Ich verteile sie mal am Boden, aber jetzt haben wir mal welche. Und ja, auf denen hier können wir jetzt unsere Pizzas auswageln, die Hände ausbreiten, schauen wir mal, wie es Schatz gleich macht und komplett vorbereiten. Bitte schön. Die sind nicht schön. Ich hätte die gern rund gehabt. Die sind rund. Die sind nicht rund. Leute, ich glaube, jetzt war ich wieder etwas zu langsam. Mein Schatz wagelt hier jetzt schon mal den Pizzateig aus. Wageln ist gut gesagt. Ausklopfen, ausprügeln. Das weiß ich noch nicht, was das wird. Das Schöne ist an diesen kleinen Mini-Pizzas, man kann mehrere Pizzas essen ohne Probleme und kann jede so belegen, wie man möchte. Wir haben hier Mozzarella, Mais, Paprika, Pilze, eine Soße. Da drüben ist noch Schinken und Salami und natürlich ein Käse. Machst du jetzt erst einmal ein paar vor? Und ja, wenn sie belegt werden, hoffe ich, dass sie mich wieder dazu holt. So, wir haben sie mittlerweile ja soweit fertig. Jetzt werden sie noch mit der Soße bestrichen. Es waren übrigens 400 Gramm Mehl, aus was man den Teig gemacht hat. Jo, und dann gucken wir mal, was da alles so drauf kommt. Was möchtest du drauf haben? Oh, von allen und das reichlich, mein Schatz. Das hätte ich mir nicht sagen müssen, dass du einfach verlassener Sack bist. Sie ist wieder so gut zu mir heute. Oder willst du dieses Mal ein bisschen Käse gleich unten runterstreuen? Jetzt habe ich die. Ja, mach die drauf. Mal so und die nächste machen wir ein bisschen Käse unten schon rein. Dann kann keiner schimpfen. Und natürlich oben drüber den Käse. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Bisschen Paprika. Also die werden nachher komplett mit Backpapier auf den Pizzastein gelegt und kurz angebacken eben und dann ziehen wir das Backpapier raus. Magst du Pilze auch? Ja, freilich mag ich Pilze auch. Da schaffst du nicht mehr wie zwei so Pizzen. Das könnte passieren. Mehr schaffst du nicht. Wir werden sehen. So, dann Doppel Mozzarella. Und zum Schluss kommt natürlich noch ein Käse drüber. Wir haben einen Emmentaler. Und dann wäre die Pizza soweit fertig. Ganz zum Schluss, wenn sie ausgebacken ist, tun wir noch ein schönes Pizzagewürz drüber. Welches ich heute da nehme, schauen wir mal, ob das vom Klaus oder von der Grillshow. Schmecken tun sie alle. So Leute, und wir gehen dann gleich einmal wieder raus. Tja, da liegen sie, in fünf Stück, zwei Stück sind noch drin, also haben wir sieben Stück rausgebracht. Und ja, der Grill ist jetzt auf knapp 300 Grad, zwei, drei Minütchen warten wir jetzt noch schnell.
So, Freunde, das Ding hat jetzt etwas über 300 Grad. Wir probieren jetzt einfach die erste Pizza aus. Warum? Weil ich so Hunger habe. Da ist sie. Oh, das Backpapier sieht ja gar nicht mehr so gesund aus auf einmal. Warum? Das ruckelt hinten schon. Jetzt gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Also ich glaube, das braucht gar nicht so lange, dass wir das Backpapier gleich mal dann rausziehen können. Und gleich wieder den Deckel auf und nachgucken. Ups, was ist mit dem Backpapier passiert? Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Also, es ist wieder der erste Versuch. Man muss gucken, was draus wird. Ja, ich glaube, die nächste probiere ich dann ohne Backpapier. So. Boah. Leichter gesagt als getan. Also das mit dem Backpapier war, glaube ich, dieses Mal nicht so der Burner. Ich schau mal, dass ich das Backpapier wegbringe hier. Oh Gott. Ein Versuch macht klug. Richtig. Also von unten ist es schon mal bockelheiß. Ah, oder das Backpapier glüht immer noch. Wenn ich nicht die nächste draufsetze ohne Backpapier, weil... Nein, weil ich habe das Gefühl, dass die Hitze von unten, was da hochkommt, viel zu hot ist. Aua, lass mal den Grill ein bisschen runterkommen. Oder das ist wirklich bloß das Backpapier, was da so schwarz ist. Was tust du denn? Pizza Fail. Das ist deine. Hab schon gegessen. Der Boden ist ja dick, da kann man ja die Hälfte durchschneiden. Der ist so aufgekommen, wenn jetzt im Grill ist bestimmt recht fluffig. Also das mit dem Backpapier unten war gar keine gute Idee, Leute. Da hätte man dann so Backfolien nehmen sollen, wahrscheinlich. Weil die sind hitzebeständiger. Hast du jetzt alles runtergezogen? Nö, noch nicht. Das, ich popel immer noch. Ist da nur Papier, kann man nicht essen. Nee, also der Pizzastein ist von unten definitiv zu heiß. Was machen wir denn da? Vielleicht nicht so hochheizen, wie irre. Ja. Weil jetzt hast du ja schon Brikett unten. Jetzt habe ich schon Brikett unten. Die eigentlich muss doch dir fertig sein. Ja, ein bisschen bräuchte sie noch. Hauen wir sie einfach noch mal kurz drauf. Und ansonsten habe ich auch schon eine Idee. So. Also hier unten wird der Pizzastein, glaube ich, viel zu heiß. Bitte schön. Das ist nicht meine, das sind Steine, weil da nämlich weiß drauf ist. Was? Ja. Oh, verdammt. Ja, das muss man wegschnibbeln. Ja, so Leute, ich baue jetzt hier mal den Pizzaofen kurz um.
und ihr werdet, ja, nee, ich baue nicht um. Ich warte einfach, bis er ein bisschen abgekühlt hat. Genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt die bessere Variante. Also 300 Grad waren definitiv zu viel. So Leute, also die ist von unten bockelschwarz geworden. Der erste Versuch. Egal, ich schneide sie halt nicht ganz durch und versuche den Untergrund auf den Teller zu lassen. Dick genug ist sie ja. Und auf die erste haue ich mal Pizzaioli drauf. Oder Pizza. Pizzaiola. Ja, aber die hat schon noch ein bisschen länger braucht. Aber man kann es gut runterpullen, Leute. Ja, und da hast du eine richtige Teerplatte. Ja. Aber hieran seht ihr wieder, dass meine Videos einfach frisch, frei von der Leber gemacht werden und vorher eigentlich meistens nichts ausgetestet. Und jetzt so, ab in den Hals. Also. Ohne den Untergrund von der Pizza ist das Ding echt super. Tja, also die erste Pizza war dann wohl definitiv nix. Ganz falsch platt. Lachst du mich aus oder lachst du mich an? Schaut aus wie verbrannter Pancake. Naja, das obere konnte man auf alle Fälle essen. Also ich würde mal sagen, es sieht aus wie verbranntes Backpapier. Du, mach nur ein paar, dann können wir uns den Hofflasch drin. Ja, hilft nichts. Schauen wir, dass die nächsten besser werden. Ja, was soll ich sagen? Neues Gerät, neue Eigenschaften. Kennenlernen. Ich. Also, Thermometer zeigt jetzt noch 260 Grad an und wir gucken jetzt noch mal, was der Stein hat. Lupf mal leicht an. 386 Grad. Okay, mach zu. Ich hatte jetzt den Pizzastein kurz heraus und haben runterkühlen lassen. Wir sind jetzt bei 250 Grad gewesen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht auf die Schnelle viel zu viel aufheizt. Mein Schatz versucht da drüben gerade die Pizza zu nehmen ohne Backpapier. Lass das Backpapier drunter. Probieren wir es nochmal. Das Backpapier hält es nicht aus. Das Backpapier hält es nicht aus, dann muss ich es anders machen. Lasse mich drauf tun. Dann machen wir gleich einmal auf. Ja, 250. 253 gibt es. Ja. Ich habe schon unten. Ja, das ist bloß abziehen muss noch oder in eine Richtung. Wie soll denn das funktionieren? Hab ich doch schon gemacht gehabt. Das funktioniert doch nicht. Ja, das ist blöd. Ja gut, aber in der Temperatur dürfte das Backpapier jetzt eigentlich nicht mehr ankuckeln. Rein theoretisch. Mach zu. Probier mal aus. Probieren geht über Studieren. Wieder einen kurzen Augenblick warten und dann probieren wir, dass wir das Backpapier gleich rausbringen. Also definitiv war der Stein viel, viel, viel zu hot. Das Backpapier wird jetzt nicht mehr so schwarz. Aber jetzt kannst du es abziehen und die Fülle. Gleich. Ein bisschen anbacken muss die Pizza. Ne, das reicht noch nicht. Ja, doch, jetzt kommt sie. So,
Deckel zu. Pizza tot. Ganz, ganz, ganz kurz reingucken. Sieht gut aus. Ja, also ich würde mal sagen, oben das Thermometer, wenn man so auf 200 Grad hat, dürfte der Stein unten mindestens 250 bis 300 Grad haben. Wo ich gerade eben wieder gemessen habe, hat er sich schon wieder auf 255, 256 Grad aufgeheizt gehabt. Ja, also voll aufreißen bis Thermometer Anschlag, sage ich jetzt eigentlich schon fast, ist keine gute Idee. Ja, lieber oben ein bisschen weniger. Weil klar, Hitze von unten, direkt Stein, ist ja nicht viel Luft dazwischen, so wie beim großen Mono. Ja. Aber jetzt wird das Ding. Jo! Also jetzt sieht es mal richtig gut aus. Ein klein bisschen würde ich aber noch dazugeben. Gucken wir mal wieder. Schatz, ich würde sagen, deine Pizza ist fertig. So. Und die sieht um Welten besser aus. Die nächste wieder mit Backpapier kurz drauf. Na komm runter. Jetzt krieg ich's. Boah. So, Deckel zu. So Schatz, du hast eine mit Mais, die hast du dir selber genommen. Tut mir leid. Wir werden die jetzt teilen müssen. Wir werden die teilen müssen. Was für ein Gewürz möchtest du drauf haben? Grillschuh oder Klaus? Ich hätte gern Grillschuh, bitte. Du hättest gern Grillschuh. Dann tu. Na, oh, ist schön. Der Boden knusprig. Hm. Hallo, wie lang soll ich das Gewürz noch halten? Stell es einfach hin, ich mach das selber drauf. Na, dann streu mal drüber. Mach ihn nicht, ich hab Hunger, Mensch. Du hast ja schon eine hinter dir her. Ja, eine halbe, da war kein Boden mehr vorhanden. Auf meine Hälfte bitte auch. Das hättest du mir sagen müssen. So? Dankeschön. Und ab in den Hals. Vorher gucke ich hier noch mal kurz rein, ob man das Papier schon rausziehen kann. Das dauert noch einen kleinen Augenblick. Also jetzt bin ich wirklich vorsichtiger geworden. Vorher mit meiner Hälfte. Also, Boden gut. Knusprig ist der Boden. Hey Leute, ich habe gerade mit dem Pizzaschieber oder mit dem Schieber halt unten eine Pizza leicht angehoben. Papier raus, ging wunderbar. Schade, dass ich das jetzt nicht gefilmt habe. Schade, da unten aus. Sieht doch geil aus, die Pizza. Gib mal her, die Gabel. So sieht der Boden richtig geil aus. Ich denke, die restlichen Pizzas kriegen wir jetzt so hin. Also, die, wo jetzt wirklich auch so verrückt sind und sowas auf dem kleinen Ei machen wollen, der Temperatur pendelt jetzt immer so zwischen 150 und 200 Grad knapp. Und ja, ich würde sagen, das ist genau die richtige Temperatur. Dass wir auch eine schöne Temperatur, die passende am Stein haben. Ja, um. Geh wieder drauf zu Paprika. Na, oh Mann. Dann halt nicht. Komm her, komm her. Kommst du her? Ja. Um eben optimal hier drauf so eine Pizza hinzubekommen. Oh, was bringt Schatzi da? Komm mal her, zeig's mal her. Und schwuppdiwupp haben wir wieder 4 Pizzas auf dem Tablett. Hm.
Jetzt kommt noch Frauen forschen oder Schatzi forscht. Die schnappt sich jetzt zwei von diesen Mini-Pizzas, tut die auf ein Blech drauf und stellt die in den Gefrierschrank zum Gefrieren. Und ja, einfach um zu sehen, ob wir die, so wie sie sind, dann wieder rausbacken können. Und ich glaube, das funktioniert auch. Aber das werde ich dann irgendwann einmal, wenn es soweit war, euch erzählen. Ja. Aber ich glaube, die Pizza ist jetzt auch fertig. Schatzi, das ist schon wieder eine mit Mais. Hast, nee. Doch, hast du nur Maispizzas gemacht? Oh, Leute. Hier stehen jetzt noch zwei. Oh. Und optimal von unten. Sehr geil. So, nächste Pizza kurz anbacken, Backpapier dann rausziehen. Ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber diese Pizza hier habe ich jetzt mit Pizzaioli und Spicy Pizza Gewürz. Also beide Gewürze drauf. Mal gucken, wie die Kombo schmeckt. Kommt richtig gut. Ja Leute, wir machen jetzt eine Pizza nach dem anderen fertig. Ihr habt es gesehen. Pizzaspaß mit dem Mini Kamado. Es war wirklich spaßig. Man musste natürlich jetzt auch erst einmal rausfinden, was für Temperatur, welcher Bereich. Man hätte sich eigentlich denken können. Wenn oben so, unten viel heißer, aber naja. Selber rausgefunden, passt. So, und jetzt gucken wir noch ganz kurz, ob Schatzi jetzt selber das Papier rausnehmen kann von ihrer Pizza. Und ansonsten, Leute, ein Däumchen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ja, Schatz, da solltest du ruckzuck dein Papier entfernen. Und rein theoretisch sollte das ja Butterbaby leicht gehen. Sollte es vielleicht unter die Pizza drunter fahren und nicht in die Pizza reinstochern. Halt mit dem Pizzaschieber einfach unten rein. Ah, der Käse hat es festgehalten. Okay, Leute. Und damit sind wir raus aus dem Video. Tschaikowski.